Aber jetzt läuft's. Moin moin, willkommen zu meinem Let's Play, mal wieder. Ich hoffe, dass das jetzt alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ein paar neue Sachen installiert, wow. Und jetzt sollte das Ganze gar kein Problem mehr sein. Aber eine Sache möchte ich noch aufgrund von... Achso, siehst du, erstmal easy. Ach, war schon auf normal, na gut. Ja, es ist immer wichtig, dass ich das umstelle mit der Renderdistanz. Und da baut sich auch die Welt ganz langsam auf. Aber es sollte nicht mehr das Problem sein. Ich habe jetzt eine neue Videosoftware, mit der ich schneiden kann. So, unser Feld. Redstone habe ich dabei. Dann die Pistons. Da sage ich mal gar nichts zu. Ne, Pistons, das sind schon... Na, das sind halt Pistons. Gut, dann will ich mir mal hier einen Überblick verschaffen. Ob ich das hier hinten überhaupt hinbekomme. So wie ich mir das vorstelle. Ah, ich wollte gerade sagen, da hängen zwei Blöcke in der Luft. So. Also, wie habe ich mir das jetzt vorgestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mir nochmal gerade einen Timer einstellen. Denn ich habe vergessen, mir die Stoppuhr nebenher laufen zu lassen. So. Jetzt sollte ich dann auch nebenbei sehen. Wie lange ich aufnehme. Also gut, Kolben. Die kommen dahin. So. Und dann gehe ich hier mal runter. Und das ist jetzt der Kolben. Den will ich jetzt doch erstmal testen. Mit einem Schalter. Ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh. Gewehr. So, dann setzen wir hier mal den den Schalter. Redstone. Und natürlich fährt er nicht aus. Warum nicht? Weil er es kann, oder was? Ach, weil er so gar nicht angesteuert wird, ich Trottel. Der muss ja ganz woanders angesteuert werden. Da muss ich den mal wegnehmen. Und dann muss ich den mal so machen. Und dann muss ich den Schalter hier nochmal entfernen. Entschuldigung. Und dann muss ich hier mal die Treppe entfernen. Oder Leiter. So, und dann schauen wir jetzt mal, ob der so angesteuert wird. Da ein. Prinzip. Nein. Der ist zu viel. Und dann den Schalter. Aber so sieht das dann nachher irgendwie. Ja, jetzt wird er angesteuert. Aber dann müsste ich... Und so würde auch das Wasser... Aber das geht so nicht. Das geht so nicht. Tja, jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder das umgedreht zu bauen, dass die Pistons von oben angesteuert werden. Oder ich besorge mir 6 Slimes. Und mache das mit Sticky Pistons, weil ich glaube nicht... Warte mal, das kann man ja mal direkt ausprobieren. Dann wäre das so. Ich weiß nicht, ob die Blöcke wieder mit runterkommen. Derweil das so ist. Weil das ja keine Stickies sind. Keine Sticky Pistons. Wollen wir mal schauen. Mal einfach testen. So. Ja, der fährt jetzt mit aus. Und der bleibt dann da. Nein! Also das bedeutet... Wir werden uns wohl mal wieder in eine Höhle aufmachen. Und werden mal gucken, ob wir da nicht irgendwo ein paar Kollegen Dings rankriegen. Ein paar, hier. Kameraden Slimes. 6 Stück. Gott, ob ich 6 Slimes finde? Na, ich glaube das ja noch nicht. So, Kolben und Co. lasse ich erstmal hier drin. Schalter. Redstone. Ach, Kolben habe ich doch verbaut schon. Ach, ich bin auch blöd. So, den Rest. Ja, die Leiter nehme ich. Lasse ich auch nochmal hier. Sicherheitshalber. Okay. Dann hauen wir mal ab hier. Dann machen wir uns mal wieder bereit für eine kleine Höhlenexkursion. So, hier mal die Eimer rein.
Ach, die hätte ich auch gleich drüben lassen können. Naja, egal. Dort unten die Wolle können wir mal hier lassen. Das Feuerzeug werde ich auch nicht brauchen. Die Uhr werde ich mal mitnehmen. Den Zaun lassen wir mal hier. Weizen. Weizen packen wir mal hier mit rein. Genauso habe ich hier noch 3 Eier. Ja. Die 36 Holz. Werde ich da auch noch Holz brauchen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Entschuldigung. So, ich werde mal das Holz hier lassen. Nein, Bretter. So, Bretter und Holzbaumatzeug. So, dann Dirt. Dirt rein. Da, da, da. Die 15 nehme ich mal mit. Stone. Huch. Den goldenen Abel nehme ich mal mit. Die Seeds hätte ich gleich oben lassen können. Cobblestone. Ja. Stone und Bricks. So. 11 Eisen. Ich nehme mal noch ein bisschen was mit. Nur der Sicherheit halber. Wie sieht das rüstungstechnisch aus? Das ist in Ordnung. Wie sieht das jetzt mit dem Schwert aus? Ja, komm, scheiß drauf. Gut, dann den Abel da mal rein. Die Seeds, die werde ich nochmal nach oben bringen. Na, hier braucht alles seine... Ach nee, nach oben gar nicht. Hier muss aber auf jeden Fall alles seine Richtigkeit haben. Die Seeds werden wir erstmal hier lassen. Oh, ich bin total verrotzt, ey. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für... Ne, 3 Tonnen Rotz in die Nase und in den Kopf ziehen. So. Dann werden wir mal wieder in die Höhle flitzen. Und mal gucken, ob wir einen Slime finden. Beziehungsweise einen großen oder 6 Stück. So, hier geht's runter. Und dann geht's hier runter und dann geht's da hoch. Ja, vielleicht finden wir bei der Gelegenheit auch mal ein paar Diamanten. Moment. Ich werde das nie lernen. Und dann... Hier, genau. Und dann laufen wir hier mal lang. Was ist da? Da ist nix. Boah, Alter. Hier bringen wir nochmal eine Fackel mit an. Und dann wollen wir mal hoffen. Ich hoffe. Ich hoffe auf Slimies. Warte mal, wo ging das denn hier nochmal hin? Oh Mann, ey, ich bin schon wieder verwirrt, wenn es um diese Höhle geht. Ach, hier war das. Genau. Ich höre auf jeden Fall ganz genau hin, ob ich jetzt einen Slime höre. Und hier ging es nicht weiter. Oder wo? Zombie. Alte Sau. Musste gerade mal einen Blick auf meine Maus werfen. Irgendwie kam mir die Reaktion gerade so langsam vor. Zu schnell. So. Huch. Dann hier mal runter. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwo irgendwie was finden. Diamanten, Slime, Zombie, Kohle, Eisen. Die Richtung, über mir. Bestimmt über mir. Was ist denn hier? Oh, hier will ich lieber... Aua! Wieso kann ein Zombie auf Wasser spawnen? Oder der ist runtergefallen? Ich habe da Eisen gesehen, aber ich glaube, ich will das hier gar nicht wegbauen. Nee, es war Kohle. Nee, für das bisschen Kohle. Nee, nee. So. Na, jetzt aber hier. Komm, durch hier. Okay, ich werde mir mal das Eisen hier holen. So. Ups. Ja, und die Musik passt auch gerade. Oh, Alter, ey. Junge. Guck mal hin, wohin du läufst. So. Das Eisen. Eisen, Popeisen. Ich weiß immer gar nicht, muss man eine bestimmte Tiefe für Slimes haben oder muss man...
überhaupt irgendwas, irgendwie was Bestimmtes dafür haben. Ich glaube Licht, ein bestimmter Lichtlevel. Ich glaube ein bestimmter Lichtlevel ist vonnöten. So, tot ist er. Ich hab gerade mal so überlegt, ich glaube, ich werde hier nie wieder rausfinden. Mal wieder. Denn ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich bin. Komm her, Lapis, alte Sau. Ja, schöne Nummer. So, Kohle. Kann man auch immer gebrauchen. Derweil uns auch irgendwann gleich bald demnächst die Fackeln ausgehen werden. Denke ich mal. Hier muss ich ja besonders vorsichtig mit dem Hochbuddeln sein. Und mit dem Runterbuddeln. Und überhaupt. Hier kann überall Lava sein. Alter. Eisen, Kohle, Lapis. Ach, das hatte ich mir mal von oben irgendwie markiert. So, hier mal lang. Ich wollte nur einen Slime haben. Weil ich 6 Slime Balls brauche. So, hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob Herr Sommertexturenpaket das alles unterstützt, was ich jetzt über den Optifine anhab. Ich bin jetzt ja durch den Optifine komplett weg vom MC-Patcher. Weil der HD-Texturen lädt, ups, Better Grass und so weiter, Fonts. Sag mal! Es kommt davon, wenn man die Verzauberung noch nicht hat und so auf eine Verzauberung. Boah, wat? Hier, stirb! Du auch! Irgendwo ist hier noch einer. War hier nicht noch einer? Nein? Gut. So, nochmal hier eine Fackel hinsetzen. Irgendwie gefällt mir das hier gerade alles nicht. Sitzposition ist nicht irgendwie nicht in Ordnung und die Maus und so weiter. Ich muss hier mal gerade. So, dann hole Zigarettenschachtel mal ein bisschen beiseite. So ist schöner. Ja, so lässt sich das schon besser zocken. Die Lava, wollen wir dicht machen hier. Komm, zack, hier. Zack, hier. Ich hab's heute irgendwie. Also, ich fall noch in die Lava. So, zack, hier, sag ich doch. So, jetzt helfen wir dem Ganzen noch mal ein bisschen nach. Fackel anbringen. So. Und den Dirt werden wir mal wieder mitnehmen. So. Und Eisen. Zu meiner Linken. Ich glaube, ich lasse mal Tristram durchlaufen. Also normalerweise, ich bin schon wieder kurz davor, das Ding auszumachen. Ich meine, es ist der Anfang von dem Lied. Der ist unendlich geil. Also finde ich zumindest. Aber dann irgendwie fällt der Song doch gar böse ab. Tja, Eisen. Aua, meine Ohren. Eisen und Kohle. Keine Diamanten. Keine Slimes. Ach, das ist doch Kacke. Ach, siehste, wo wir gerade dabei sind, hauen wir mal den alten Apfel rein. Also ich höre hier auch keinen Slime oder so. Ich habe einmal, meine ich, einen gesehen. Und das ist irgendwie irgendwo bei der Monsterfalle gewesen. Vielleicht sollte ich mir doch mal irgendwelche Videos und Tutorials angucken. Wegen der Slime-Falle. Ich werde das Eisen hier drin lassen. Na, einfach nur zum Selbstschutz. Oder? Nein, ich lasse es drin. So, das weg, das weg. Alter, ey. Was haben wir hier bitte für eine Höhle unterm Haus?